so, dass du wenigstens die letzte Woche hier wohnst. Ich mich auch. Ihnen alles gut bei der Schlüsselübergabe? Ja, die Nachmieterin ist aber auch eine nette. Was machen wir jetzt damit? Das sind ein paar Reste aus der Küche. Guck mal, Milch, ein bisschen Salat und Benoist Käse. Tue ich gleich in den Kühlschrank. Und du schaust mal auf den Flügel. Mhm. Du, ich fass es nicht, dass ich da mal reingepasst habe. Du warst winzig. Keine 3 Kilo schwer. Papa hatte am Anfang immer Angst, du brichst ihm in 2, wenn er dich gehalten hat. Und die habe ich so geliebt. Oh ja. Du, ich geh noch mal aufs Zimmer. Ich fühle mich den ganzen Tag schon so schlapp heute. Brauchst du noch was? Nein, ich schlaf mal kurz. Mach das. Mein Baby. Ganz vorsichtig jetzt. Komm, Schätzchen, das wird schon. Vorsichtig aufrichten. Ja? Hey, Überraschung. Piwi kommt heute Abend. Ah, das ist 2 Tage früher als geplant, aber gut. Ja, sein Freund Urs hat sich früher freigenommen. Deswegen. Urs, ich bin sehr gespannt. Wann kommen Sie denn genau? Abends. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich koche. Gut. Also vielleicht Borscht oder lieber Soljanka. Bist du nervös? Ich? Wieso? Nee. Okay. Bist du sicher? Also Gulasch hat er noch nie gemacht. Christian. Ja? Piwi liebt Urs. Du liebst Piwi. Was kann nicht schiefgehen? Ja. Und ich liebe dich. Ja, das auch. Draußen sitzen kann? Ja, draußen fände ich auf jeden Fall. Das geht ja. Frau Dr. Thelen? Ja? Wir reden gerade darüber, dass wir gerne mal mit dem ganzen Team essen gehen würden. Ja, Teambuilding und lecker futtern gehen. Das wäre doch super. Hört sich gut an. Wo soll es hingehen? Uns fehlt noch die richtige Idee. Ich fände ja asiatische Küche ganz gut. Na, da sind Sie doch die Experten. Hatten Sie nicht neulich eine fernöstliche Teezeremonie mit Dr. von Hatzfeld? Ja. Und? Na, dann können Sie beide doch das geeignete Restaurant auswählen. Oder gibt es da ein Problem? Nee, natürlich nicht. Ich frage ihn. Gut. Frau David, was ist passiert? Ich bin hingefallen. Direkt auf den Bauch. Gehen Sie sofort durch zu Frau Ewald. Und haben Sie denn Schmerzen im Unterbauch? Mm-mm. Aber ich glaube, mein Baby bewegt sich nicht mehr. Bitte. Ist alles gut? Ab der 30. Woche bewegt sich der Embryo nicht mehr so sehr. Schon allein aus Platzmangel. Aber jetzt gucken Sie mal hier. Da, sehen Sie das Herz, wie es schlägt? Mhm. Und da der Arm, der hat sich gerade bewegt. Ganz leichte Bewegung, die haben Sie nicht mal gespürt, oder? Mhm. Hab ich tatsächlich nicht. Mir fällt ein Stein vom Herzen, das sah echt schlimm aus. Sie sind gestürzt, haben Sie gesagt. Mhm. Wie ist das passiert? Ich bin gestolpert. Du fühlst dich schwach, hast du gesagt. Darf ich mal? Sie könnten Fieber haben. Oh, ja, so fühle ich mich auch. Die Kopfschmerzen oder Halsschmerzen? Also vor ein paar Tagen hatte ich Halsweh und Verdauungsprobleme auch. Und ach so, und einmal musste ich mich auch übergeben. Aber das war wirklich nur einmal. Und Rückenschmerzen? Ja, aber bei dem Ballonbauch ist doch kein Wunder. Also es ist 38, das ist erhöhte Temperatur an der Grenze zum Fieber. Naja, vielleicht war das einfach ein bisschen viel die letzten Tage. Ach genau, Sie ziehen um. Ihr Mann ist Franzose, richtig? Mhm. Benoit lebt in Maubeuge und ich habe ihm ja versprochen, dass ich vor der Geburt zu ihm ziehe. So ein Umzug ist stressig. Sie müssen sich ganz dringend schonen, ja? Und wenn irgendwas ist, dann rufen Sie mich an. Zur Not auch auf dem Handy. Mhm, mach ich. Bist schon fertig mit Hausaufgaben? Ja. Glückspilz, ich muss noch eure 4 machen. Gib schon her.
Lukas, was ist das? Nichts. Der Hebel nervt. Scheiß Prinzip. Gib mal her. Was machst du da? Das ist Trick 17. Halt mal. So? Jo. Tja, so einfach ist es, wenn man Ahnung von Technik hat. Oder was? Lukas? Mein Bauch. Es war wie ein Krampf. Jetzt geht's gerade. Wir fahren zum Arzt. Geht's? Entschuldigung. Ich wollte Ihnen eigentlich nur Ihre Dissertation wiedergeben. Vielen herzlichen Dank, sehr aufschlussreich. Sie interessieren sich für Neonatologie? Ja. Sie waren noch mal in der Praxis für Pränataldiagnostik. Ja, damals in Weimar, das war eine sehr interessante Zeit. Wie sind Sie auf Ihr Thema gekommen? Sie meinen bildgebende Verfahren bei extrem Frühgeborenen? Ja. Nun ja, die Diagnostik bei Frühgeborenen ist ausgesprochen anspruchsvoll. Die Herausforderung hat Sie gereizt. Ich will alles über mein Fachgebiet wissen. Das ist mein Anspruch. Aber das scheint Ihnen ja eh nicht zu gehen. Nur die Betreuung von Frühgeborenen spielt sich ja ausschließlich im klinischen Bereich ab. Nicht im Praxisbetrieb. Ich will trotzdem alles darüber wissen. Diesen Ansatz verfolgt nicht jeder konsequent. Ich habe ja im Moment auch viel Zeit für sowas. Darf ich Ihnen was raten? Klar. Bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen zu dem Thema. Spucken Sie es aus, Hartzfeld. Wann machen Sie endlich Ihren Doktor? Ich dachte schon, Sie reißen mir den Kopf ab. Das muss ich ja jetzt nicht mehr, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass Sie auf Augenhöhe mit mir darüber sprechen. Obwohl ich keinen Doktortitel habe. Vier Doktoren machen sich trotzdem besser auf dem Praxisschild. Das ist den Patienten total egal. Wir sind immer noch der Alte. Guten Tag. Hallo. Ich hatte gerade angerufen. Mein Sohn hatte eben ganz schlimme Bauchschmerzen. Ja, richtig. Familie Gellert? Ja, genau. Gut. Tut das weh? Nee. Und das? Mhm. Und das? Auch nicht, ne? Okay, also, ich kann nichts Außergewöhnliches feststellen. Jetzt geht's auch. Vorhin war schlimm. So ganz plötzlich. Ich konnte nicht mal den Rasen mehr festhalten. Okay. Vielleicht mache ich doch noch einen Ultraschall. Mhm. Hattest du denn schon mal solche Beschwerden? Ja, vorgestern das erste Mal, aber nicht ganz so schlimm. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ging ja gleich vorbei. Du hast so viel zu tun. Wir haben 2 Jahre in London gelebt und sind gerade erst hergezogen. Hm. Ich muss den ganzen Umzug allein wuppen, weil mein Mann erst nächsten Monat nachkommen kann. Wow. Von London nach Eisenach. Das ist bestimmt eine ziemliche Umstellung, weißt du? Passt schon, ja. Also, ich kann auf dem Ultraschall auch nichts Außergewöhnliches feststellen. Wie sieht es denn mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus? Also Laktose, Glutenintoleranz, irgendwelche Allergien? Bisher nicht, glaube ich, nee. Also Lukas' Geschwister haben auch keine Allergien. Ich würde trotzdem ganz gerne einen entsprechenden Bluttest machen. Einfach, um auf der sicheren Seite zu sein. Wie sieht es denn mit Fastfood aus? Ich esse fast nur vegetarisch. Ist auch besser, wenn man so viel Fußball spielt wie ich. Gut, dann lassen Sie sich bitte noch einen Termin für morgen geben und auf jeden Fall eine Stuhl- und eine Urinprobe mitbringen. Was mache ich denn, wenn die Bauchschmerzen wiederkommen? Ich verschreibe dir gleich noch ein krampflösendes Mittel. Das geben Sie ihm bitte 2-mal täglich, ja? Okay. Ja, Frau David, ich komme zu Ihnen. Ja, bis gleich. Ich muss noch mal zu einer Patientin. 8. Monat, Schüttelfrost, Fieber. Okay, ich kümmere mich sowieso ums Essen. Gut. Hat Bibi sich noch mal gemeldet? Nee, aber als er angerufen hat, meint er, Sie sind unterwegs. Also, ich nehme an, er muss jeden Moment hier sein. Du schaffst das. Nein, Chérie, du musst nicht extra Urlaub nehmen und herkommen. Ja, du, ich muss jetzt auflegen. Benoit, die Ärztin ist jetzt da. Hallo. Ja? Also, Nora hat mich gebeten, mit Ihnen zusammen mein Restaurant für ein Teamessen auszusuchen. Ja,
Und? Ich dachte vielleicht an ein japanisches. Da stehen Sie doch drauf. Es gibt kein japanisches Restaurant in der Stadt. Ach so. Aber ich kenne einen ganz guten Chinesen. Dann testen wir den. Vielleicht diesmal ohne Ihren Vater. Es war ein herausfordernder Abend. Ja, das kann man so sagen. Aber zumindest ist jetzt unsere Lüge mit der Verlobung vom Tisch. Ja. Eine Stellenausschreibung für die Uni Tübingen? Das ist völlig unwichtig. Sie wollen mit mir essen gehen? Warum sollte ich mit Ihnen essen gehen wollen, wenn Sie gerade Ihren Absprung planen? Jetzt nicht immer gleich alles auf sich beziehen, ja? Vielleicht recherchiere ich das für jemand anderen. Vielleicht ist sie eher doch eine Scheibe, muss ich aber trotzdem nicht dran glauben. Haustiere haben Sie keine? Nein. 38,5, jetzt ist es Fieber. Haben Sie irgendwas Verdorbenes gegessen in letzter Zeit? Also rohe Lebensmittel wie Met, Sushi, Speiseeis, Rohmilchkäse. Rohmilchkäse ist momentan eigentlich nur Benoit. Aber Sie haben welchen da? Ja, mein Mann bringt immer seinen Lieblingskäse mit. Aber den rühre ich nicht an, wegen der Listerien. Genau. Deshalb esse ich eigentlich nur Gesundes. Meistens Salat. Listerien vermehren sich auch noch bei 4 Grad, also auch im Kühlschrank. Wusste ich nicht. Ja, und Sie können dann auf alles übergehen, was sonst noch im Kühlschrank liegt. Aber ist das nicht gefährlich für mein Baby? Listerien können gefährlich für das Baby sein, ja. Vor allem, wenn es nicht entdeckt wird. Und Schwangere haben ein 12-fach erhöhtes Risiko, sich damit zu infizieren. Ich würde Ihnen gerne Blut abnehmen, um das mit einem Bluttest abzuklären. Mhm. Allerdings muss ich gestehen, dass Listerien nicht immer nachweislich Antikörper bilden. Aber gibt es denn keine sichere Methode, das nachzuweisen? Wenn ich nachher noch mal an Ihren Kühlschrank darf, dann würde ich noch ein paar Lebensmittelproben mitnehmen. Mhm. Bitte. Wo ist Mama? Falsches Sofa reklamieren und zur Kursleiterkonferenz um 5 Uhr Opa einkaufen. Brauchst du Hilfe? Ja, halt mal. Mit dem neuen Schlauch zahlst du trotzdem. Festhalten, hatte ich gesagt. Geht irgendwie nicht. Gibt's doch gar nicht. Hilft dir keiner? Nee, die sind alle unterwegs. Us und Pibi sind auch noch nicht da. Ja, ist auch gut so. Das Essen ist noch lange nicht fertig. Wäre sehr schlimm, wenn ich dir auch nicht helfe. Weil ich würde gerne noch was im Internet recherchieren. Wegen einer Patientin? Mhm. Sie hat Symptome einer Listeriose. Ist das nicht gemein, dass etwas so Leckeres wie dieser Käse für Schwangere so gefährlich ist? Mhm. Ich habe auf jeden Fall eine sehr relevante Therapie. Die Beschreibung gelesen und ich glaube, die war von der Uni Münster. Und da muss ich jetzt mal nachgucken. Okay. Tanja? Mhm. Finde ich toll. Okay. Tanja? Ja? Hättest du Lust, den Tisch zu decken? Nein, ich muss recherchieren. Ich hab Hunger. Sieht super aus. Ich habe schon 3 Simsen geschrieben. Vivi hat doch gesagt, dass es spät wird. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Ich warte noch.
Wieso in Dresden? Und 50 Kilometer vor Eisenach sagt Urs dann plötzlich so, ja, Tim, ein Freund in Dresden, der feiert eine Party. Wollen wir da nicht vorbeifahren? Und dann seid ihr dahin? Ja, der ist irgendwie so spontan. Und wir mussten ja zu Hause warten und verhungern. Ihr habt gewartet? Wir nicht. Wir sehen das ja locker. Hör mal zu, ich muss jetzt leider in die Praxis. Also wenn er nicht kommt, kann ich es nicht ändern, okay? Braucht morgens immer so Morgen! Rein. Ich bin Urs. Wir müssen trotzdem. Das ist meine Familie. Ja, wir sehen uns später. Heute Abend essen wir zusammen. Ja klar, gerne. Bin Luisa. Aha. Bis heute Abend. Ah, ja. Lotte. Urs. Familie Dr. Kleist. Ja. Ich hätte da was für Sie. Eine Stellenausschreibung, Uni Tübingen. Bitte. Gehen Sie jetzt in die Forschung? Ich habe meinen Doktortitel bereits, Frau Ewald. Achso. Das ist für eine Doktorandenstelle. Bei Professor Matuschek. Sie haben ihn ja bereits kennengelernt. Der Mann ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ja, das stimmt. Wie er meine Patientin operiert hat, das war beeindruckend. Sie haben auch Eindruck auf ihn hinterlassen. Woher wissen Sie das? Ich habe letzte Woche wegen eines Patienten mit ihm telefoniert. Ernsthaft? Jetzt wollen Sie, dass ich nachfrage, was er über mich gesagt hat? Das fragen Sie ihn am besten selbst. Ich habe Ihnen die Durchwahl da hinten auf die Rückseite geschrieben. Falls es Ihnen wirklich ernst ist mit Ihrem hohen Anspruch an die eigene Fachkompetenz, dann rufen Sie ihn an. Opa, was gibt's? Wie war denn die Nacht mit deinen Bauchschmerzen? Gut. Ja, ja ich komme. Ich muss ganz dringend zu meinem Schwiegervater. Da kommen gleich die Gutachter wegen seiner Pflegestufe. Ich wollte eigentlich noch Blutdruck messen und einen neurologischen Test machen, aber... Okay, schon, Mama. Ich kann doch auch allein nach Hause. Nein, das musst du nicht. Ich rufe Erik an, der holt dich ab. Ist das in Ordnung für Sie, Herr Doktor? Ja, absolut. Danke. Wiedersehen. Ja, tschüss. Bis später. Ja, habt ihr die Stuhl- und Urinprobe vorne abgegeben? Ja, haben wir. Alles klar. Dann machen wir jetzt kurz die Tests und dann kannst du auch nach Hause. Ja, es dauert. Ist alles in Ordnung? Ja. Es war auf einmal so komisch glatt. Wie auf Eis. Okay. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Guck mal. Schätzchen, tut das weh? Was ist das? Keine Listerien. In keiner der Proben. Auch nicht im Käse. Okay, und der Bluttest? Keine Antikörper. Okay. Ja. Gut, vielen Dank. Wiederhören. Kann das sein? Alles klar, können wir los? Ich bin eben fast umgekippt. Mir war plötzlich krass komisch. Mann, du machst Sachen. MS? Unwahrscheinlich. Es gibt keine Hinweise darauf. Was sagen die Laborwerte? Unauffällig, bis auf die Leber. Die Werte sind aber sehr bedenklich. Drogen? Alkohol? Schwer zu sagen. Ein Sportler und Vegetarier. Das passt dann aber nicht zusammen. Vielleicht sollte ich einen Rombeck-Test machen. Gute Idee. Stell dich mal bitte mit beiden Beinen parallel, ganz eng zusammen. Mhm. Arme ausstrecken, Augen schließen. Okay, ich bring dich jetzt mal aus dem Gleichgewicht und du pendelst automatisch von selber wieder zurück, ja?
Alles klar, das war's schon. Ja. Das war der sogenannte Romberg-Test. Der dient dazu festzustellen, ob es irgendwelche Gleichgewichtsstörungen gibt. Aber gut, oder? Ja. Und die anderen Untersuchungen? Also die waren eigentlich ziemlich unauffällig, bis auf die Leberwerte. Deswegen meine Frage. Hast du schon mal Alkohol getrunken? Ja, schon. Öfter? Höchstens ein paar Mal. Ganz selten, ehrlich. Hm. Lukas verträgt überhaupt nichts und haut schon Radler um. Wir trinken beide kaum Alkohol, schon wegen Fußball. Okay. Gut, wir müssen in jedem Fall die Laborergebnisse erwarten. Ja, und wenn dir noch mal schlecht wird oder schwindelig, dann kommst du noch mal vorbei. Mhm. Alles klar. Gut, prima. Danke. Dankeschön. Gut, dass Sie gleich hergekommen sind. Heute Morgen, wenn ich was in die Hand genommen habe, hat sich das schon so komisch angefühlt. Und dann kam auf einmal der Ausschlag. In den Lebensmittelproben wurde nichts gefunden, aber dieser Ausschlag ist ziemlich sicher von Listerien verursacht. Sie bekommen ein Antibiotikum, auch wenn wir keine Antikörper im Blut gefunden haben. Aber ist das nicht gefährlich für mein Baby? Nein. Es sind Handschuhe, die kann sie zum Schutz drüber ziehen, ja? Und woher kommen die Listerien so plötzlich? Ja. Haben Sie kürzlich mit den Händen in der Erde gegraben, also irgendwas umgetopft oder? Nein, ich hatte dieses Jahr nicht mal Blumenkästen auf dem Balkon, weil ich ja bald umziehe. Und Haustiere haben Sie definitiv keine, haben Sie gesagt. Gibt es denn Hunde und Katzen in der Nachbarschaft? Ja, höchstens Jolante. Mama, Jolante ist doch kein Haustier. Wer oder was ist denn Jolante? Da ist es. Früher hatten wir Mirfi, jetzt nur noch Jolante, Lindas Liebling. Ja, immer wenn ich hier bin, sage ich ihr Hallo. Hm? Na? Und gestern waren Sie auch hier? Die letzten zwei Wochen eigentlich jeden Tag. Mhm. Und wenn Sie Jolante Hallo sagen, wie machen Sie das? Streicheln Sie die Zügel? Ja, und dann leckt sie mir immer die Hand. Hm? Könnte ich von dieser Ziege frische Milch haben? Ja, sicher. Okay. Glauben Sie etwa, dass Jolante krank ist? Ja. Das könnte sein, dass sie und damit auch ihr Baby infiziert hat über ihren Speichel. Geht's dir denn jetzt? Ganz okay, mach dir keine Sorgen. Sag mal, wann ist morgen eigentlich dein Vorstellungsgespräch für das Schulpraktikum? Und musst du dafür noch was machen? Um 11. Keine Sorge, alles im Griff. Und danke, dass du bei Lukas bleibst, während ich arbeite. Das beruhigt mich wirklich sehr. Jo. Also dann, bis später. Dir geht's doch wirklich besser, oder? Weißt du, wie lange ich fragen musste, bis ich dieses Vorstellungsgespräch bekommen habe? Ein Praktikum. Im Spitzensportmanagement. Die können sich die Leute quasi aussuchen. Ich will das unbedingt machen, Lukas. Weiß ich doch. Du kannst also morgen ganz normal zur Schule gehen. Mann, die haben doch noch nicht mal im MRT was bei dir gefunden. Bitte. Wenn ich dich morgen wieder beim Arzt abholen muss oder sowas, dann... Ich mach das schon, Erik. Morgen ganz normal zur Schule. Cool. Können wir kurz was klären? Na sowas. Jetzt plötzlich. Können wir bitte professionell und ganz sachlich miteinander sprechen? Das muss doch irgendwie möglich sein. An der Uni Tübingen gibt es bestimmt den gewünschten Umgangston. Professionell und sachlich. Schönen Feierabend noch. Also ich wollte mich eigentlich nur bei allen Beteiligten dafür entschuldigen, dass ihr gestern beim Abendessen vergeblich auf uns warten musstet. Ja, eigentlich dachte ich, dass ihr wisst, dass wir spät kommen. Wir hätten aber auch noch mal Bescheid sagen können. Ja gut, aber beim Feiern, da kann man schon mal so einiges vergessen. Du vielleicht. Haha. Stimmt, kennst dich auch voll aus mit Partys, ne? Urs, was machst du denn so beruflich? Ja, ich habe ein kleines Bistro. Einfache Hausmannskost, nur tagsüber geöffnet. Zwei Kuchen. Urs entdeckt überall Gebäck. Wir haben auch Nachtisch mitgebracht. Was haben wir mitgebracht? Eierschecke. Eierschecke. Und wie lange machst du das schon mit deinem Bistro? Ein halbes Jahr, nicht länger. Und davor? Nicht sagen. Wir raten. Oh ja. Okay, ich sage, du warst
Eventmanager. Nein, nein, falsch. Es war was mit Tourismus, aber du warst kein Bergführer. Animateur im Feriencamp. Nein. Nee. DJ. So wie DJ Ötzi. Ja. Na. Kommt ja sowieso nie drauf. Ich war Beamter und habe Bauanträge bearbeitet. Ach, das heißt praktisch, du bist in die Gastronomie reingeschaltet. Ja, also so kann man es auch sagen. Das heißt, du hast deinen sicheren Posten im Amt einfach sein lassen und dieses Bistro übernommen? Ja, ja, einfach so. Wer seine Chancen nicht nutzt, dem werden keine mehr geboten. Ja, dann herzlich willkommen in unsere Familie. Ja, ja, lasst uns was essen. Und was hältst du jetzt von Urs? Ja, ist eigentlich ganz nett. Ich meine, vielleicht ist er ein bisschen leichtfertig, wie er so seine Lebenspläne ständig ändert. Bin nicht ganz sicher, ob das wirklich gut ist für Bibi. Veränderungen können ja auch gut sein. Ja, das stimmt. Aber ich finde, darüber nachzudenken, was man verliert, bevor man es ändert, ist jetzt auch nicht gerade schlecht, oder? Ich muss dir was sagen. Okay. In Tübingen wird ein Bluttest entwickelt, mit dem man vorhersagen kann, ob eine schwangere Frau ihr Kind vielleicht frühzeitig gebären wird. In Tübingen, habe ich davon gelesen, das ist doch Professor Matuszek. Matuszek hat eine Doktorandenstelle ausgeschrieben, und zwar genau für dieses Projekt. Wahnsinn, da rennen dem bestimmt die Bude ein. Möglich. Aber Matuszek will mich. Hast du schon mit ihm drüber geredet? Ja, und ich habe auch gedacht, ich habe da gar keine Chance, weil da wahrscheinlich unglaublich viele Bewerber sind. Aber er meinte, ich muss nur zusagen. Und bis wann? Nächste Woche. Also ich... Aber wie stellst du dir das vor? Ich meine, was ist denn mit der Praxis und deinen Patienten und deinen Kindern und der ganzen Familie und... Ich weiß, aber ich habe mir das ganz genau überlegt. Man könnte es so machen. 3 bis 4 Tage Tübingen, 1 bis 2 Tage in der Praxis und das Wochenende haben wir für uns. Also, ehrlich gesagt, ich habe gedacht, wir sind zusammengezogen, weil wir keine Wochenendbeziehung wollten. Das stimmt und der Teil gefällt mir ja auch nicht. Aber ich will das machen. Mhm. Hey, na? Kannst du auch nicht schlafen? Oh, das findest du nicht so super, oder? Naja, es geht gar nicht so sehr drum, wie ich Urs finde. Es geht um deine Familie. Und wie es Anke damit geht und was das Ganze mit Ben macht. Ja, das ist nicht einfach, aber für mich ist das auch nicht einfach. Und ich würde gern wissen, was du von Urs hältst. Ich kenne ihn ja gar nicht gut genug. Guck mal, wenn das eigene Kind einen neuen Lebenspartner mitbringt, dann ist es doch ganz normal, dass man sich fragt, ist es überhaupt das Richtige? Und? Hast du das Gefühl, dass Urs nicht das Richtige für mich ist? Ich weiß nicht, was, wenn es Probleme gibt nach der ersten Verliebtheit. Hä? Dann werden die geklärt. Miteinander. Tanja und du, ihr macht das doch auch so. Ja, das ist aber manchmal nicht gerade einfach. Ich weiß einfach nicht, ob Urs der Typ ist, der lösungsorientiert ist, wenn es erstmal Routine gibt. Glaubst du, dass er dann einfach abhaut oder was? Wie heißt es schon bei den Beatles? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Ja, gucken wir mal. Ich wünsche es mir für euch. Es ist am besten, wenn ich schon mal fahre, bevor die anderen wach sind, dann ist es für alle am wenigsten peinlich.
Findest du meine Familie peinlich? Natürlich finde ich sie nicht peinlich. Deine Familie ist großartig. Es ist nur mein Vater. Christian ist kultiviert, er ist charmant, er kann mich nicht leiden. Nein, das stimmt nicht. Vivi, ich sehe das doch, ich spüre das doch. Ganz miese Schwingungen zwischen uns. Und du glaubst, es wird besser, wenn wir es abhauen? Kommst du mit? Urs, mein Papa ist skeptisch. Für meinen Papa ist es immer das Wichtigste, dass seine Kinder das Beste haben. Und wenn da jemand mit einem neuen Partner ankommt, dann... Nee. Ja, das ist nicht so leicht für ihn. Und dann ist er am Anfang halt immer sehr vorsichtig. Er prüft dich, ob du der Richtige für mich bist. Und das kommt bei dir rüber wie ganz miese Schwingungen. Das ist es aber nicht. Das ist väterliche Fürsorge. Okay. Du hast mich davon überzeugt, dass du der Richtige für mich bist. Jetzt musst du auch noch meinen Vater davon überzeugen. Losse. Lukas! Hey. Steh auf! Lukas! Hallo. Urs. Na, entschuldige bitte den Überfall, wenn es gerade nicht passt. Kein Problem, dann gehe ich. Nein, überhaupt nicht. Perfektes Timing, bitte. Perfektes Timing, das habe ich wahrlich nicht immer. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Gestern Abend wäre ich beinahe abgehauen, hatte Koffer schon gepackt. Aber wieso denn? Christian, ich weiß, du bist nicht besonders glücklich über meine Beziehung zu Peewee. Was soll ich sagen? Ich meine... Peewees Ehe ist gescheitert und die Familie zerbricht. Aber wenn du jetzt auch noch gehst, dann... Nein, das wird sowieso nicht passieren. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit Peewee und das hat mich auf etwas sehr Wesentliches gebracht. Christian, ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist, aber wegen einer Sache mag ich dich ganz sicher. Du stehst zu Peewee. Egal, was kommt. Und du? Wozu stehst du? Ich liebe Peewee. Und ich habe das Glück, dass er mich auch liebt. Naja. Liebe ist ja schon mal ein Anfang. Entschuldige. Ja, Michael? Lukas Gellert. Ja, das ist ein Patient von mir. Ja, aber der Laborbericht ist noch nicht fertig. Okay, gut. Mach ich trotzdem. Bis dann. Urs, kannst du mich mitnehmen? Da sind Sie. Ich habe eine Patientin mit konkretem Verdacht auf Listeriose im 8. Schwangerschaftsmonat. Frau Ewald, Infektion durch Lebensmittel? Durch eine Ziege. Ich habe eine Milchprobe eingeschickt, das Labor hat gerade angerufen, Befund ist positiv. Sie planen eine Punktion der Plazenta? Ich habe die Patientin schon einbestellt. Soll ich assistieren? Exakt. Sie haben das gut gemacht bei der OP von Professor Matuschek. Gut, mache ich gern. Haben Sie Matuschek angerufen? Wegen der Promotionsstelle, ja. Und? Ich weiß noch nicht. Ist es wegen der Arbeit? Sie können Ihre Stunden wieder reduzieren. Das hat doch neulich ganz gut geklappt. Ich habe Kinder. Wir haben einen Partner. Ich kann nicht für Jahre die Hälfte der Woche nicht da sein. Sehen Sie, genau aus diesem Grund bin ich lieber solo. Hi. Hallo. Wie lange haben Sie für Ihre Promotion gebraucht? Gut 3 Jahre. Sehr flott. Ja. Wieso fragen Sie? Wollen Sie auch promovieren? Es reizt mich. Herr Hartsfeld hat mir so eine Ausschreibung in Tübingen gezeigt. Die ist ganz interessant. Ich muss jetzt arbeiten. Wir konnten Lukas stabilisieren. Es gibt keine Frakturen durch den Sturz, aber er bleibt vorerst am Beatmungsgerät. Wie
Wieso? Beatmungsgerät? Er atmet nicht mehr selbst? Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, Frau Gellert. Solange seine Atemreflexe nicht einwandfrei funktionieren, muss die Lunge mit Sauerstoff versorgt werden. Das heißt, Lukas liegt im Koma? Ja, wir tun alles, damit er bald wieder aufwacht. Aber was hat er denn? Es gibt einige Möglichkeiten. Wir arbeiten daran, das rauszufinden. Darf ich zu ihm? Ja, bitte. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Als wir gestern über den Alkoholkonsum gesprochen haben, da hatte ich den Eindruck, Sie haben mir nicht ganz die Wahrheit gesagt. Lukas trinkt eigentlich nie Alkohol, genauso wie ich. Was heißt eigentlich? Vor 10 Tagen hatte er Frust wegen eines Mädchens und hat sich auf einer Party richtig die Kante gegeben. Ich habe dafür gesorgt, dass er heil nach Hause kommt. Mama hat nichts gemerkt. Okay, danke für die Info. Darf ich? Und, was denkst du? Schwer zu sagen. Magenbeschwerden, neurologisch-motorische Störungen. Vermutlich durch Alkoholmissbrauch ausgelöst. AIP? Akute intermittierende Porphyrie? Machst du eine ehrliche Aldehydprobe? Ja, mach ich sofort. Wartest du dann so lange? Ja. Oui. A bientôt. Oui, oui. Und mein Baby, passiert nichts? Nein. Wir entnehmen nur eine Probe aus der Plazenta. Die Fruchthöhle bleibt unberührt. Mhm. Außerdem kontrolliert mein Kollege die ganze Zeit die Lage des Babys und der Plazenta. Ganz ruhig weiteratmen. Ist alles in Ordnung? Mhm. Tut tatsächlich nicht weh. Sie bleiben bitte noch liegen. Ich wünschte, mein Mann wäre hier. Darf meine Mutter wenigstens schon reinkommen? Ja, natürlich. Ich hole Sie rein. Hier, damit können Sie sich abwischen. Danke. Alles Gute, Frau Bernd. Bitte kommen Sie, setzen Sie sich. Danke. Ist alles in Ordnung mit dir? Mhm. Er weiß, außer sich versorge, er ruft die ganze Zeit an. Ich soll dir irgendwas ausrichten, aber ich habe ihn nicht richtig verstanden. Ich rufe ihn dann an. Okay. Wann kriege ich das Ergebnis? Heute noch. Vorher lasse ich Sie auch nicht weg. Denn sollten sich wirklich Listerien in der Plazenta-Probe nachweisen lassen, dann ist das sehr gefährlich für das Baby und wir müssen schnell handeln. Schuld, Mama. Mann, das ist doch Unsinn, Erik. Lukas wusste, dass ich heute unbedingt zum Vorstellungsgespräch fürs Praktikum wollte. Nur deshalb ist er überhaupt zur Schule losgefahren. Vielleicht wäre das alles gar nicht passiert, wenn er zu Hause geblieben wäre. Mir ist dieses scheiß Praktikum noch völlig egal. Ich will einfach meinen Bruder wieder. Lukas soll endlich aufwachen. Was passiert denn jetzt da drin? Wir machen eine ehrliche Aldehydprobe. Wie sieht sowas aus? Wir nehmen eine Lösung aus 2%igem Dimethylaminobenzaldehyd, 20%iger Salzsäure. Da fügen wir einen Tropfen Urin hinzu und wenn sich das Ganze kirschrot färbt, dann haben wir ein Ergebnis. Und wenn sich gar nichts verfärbt, dann? Dann müssen wir weiterforschen. Deshalb bist du Arzt geworden. Hm? Weil du den Menschen helfen willst. Ja, auch deswegen. Ja, wenigstens weißt du, wie du helfen kannst. Ich kann nur blöd rumsitzen und Daumen drücken. Christian, wir haben's. Wie vermutet, akute intermittierende Porphyrie.
Porphyrie verhindert die reguläre Blutfarbstoffproduktion. Das heißt, die Vorstufenprodukte stauen sich, werden nicht weiterverarbeitet und dadurch kommt es zu den Symptomen, unter denen ihr Sohn leidet. Ist das heilbar? Wird das wieder gut? Also den akuten Schub können wir ganz gut mit der Glukoseinfusion bekämpfen. Allerdings ganz wird die Krankheit leider nicht verschwinden. Man kann sie eindämmen. Das heißt, ihr Sohn muss auf eine bestimmte Ernährung achten und ganz wichtig ist striktes Alkoholverbot. Und zwar lebenslang. Ansonsten kann es gefährlich werden. Aber sonst kann er ganz normal leben. Sie hatten doch gesagt, dass die Porphyrie angeboren ist. Und warum hat Lukas dann erst jetzt Probleme damit? 90% aller Betroffenen haben tatsächlich keine Probleme, aber in ihrem Fall war das der schwere Alkoholmissbrauch. Das ist ein totaler Absturz bei der Party und alles. Was meinst du damit? Das war wirklich nur einmal, Mama. Keine Ahnung, was Lukas da alles getrunken hat, aber er war total fertig. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Jedenfalls wissen wir jetzt, was die Ursache ist. Also, wir sehen uns in der Praxis. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir kriegen das dann, Mama. Und ich helfe ihm dabei. Ja? Rein dienstlich, streng professionell. Die hat mir ein Patient mitgebracht. Er hatte einen Arbeitsunfall vor einigen Jahren und seitdem klagt er immer wieder über Rückenschmerzen. Und ich wüsste jetzt genau, welche Partien genau betroffen waren. Gut, dann sehen wir uns das mal an. Also hier unten sieht man den Dornfortsatz, leicht angesplittert. Und hier oben, da auch, also das ist die Bandscheibe gewissermaßen. Ich würde mich gerne entschuldigen. Wofür? Ja? Ich weiß jetzt, dass Sie die Tübinger Ausschreibung für Frau Ewald recherchiert haben. Ja, das ist ja schmeichelhaft, ja. Auch inwiefern? Naja, wenn sie für mich gewesen wäre, dann hätte ich Ihnen gefehlt. Streng professionell. Streng professionell, ja. Also ich habe jetzt hier die Laborergebnisse. Und ist alles in Ordnung? Leider nein. Sie haben sich nachweislich mit Listerien infiziert. Auch in der Gewebeprobe der Plazenta wurden Bakterien gefunden. Also werde ich mein Baby verlieren? Sie und Ihr Baby haben eine sehr gute Prognose. Wir haben die Situation frühzeitig erkannt. Sie müssen nur damit rechnen, dass das Baby auch nach der Geburt noch behandelt werden wird. Wir schaffen das, Süße. Hm? Ja. Entschuldigung, aber ich habe hier jemanden, der sich partout nicht abwimmeln lässt und mein Französisch ist jetzt nicht so drin, ja? Benoit? Cherie, was machst du denn hier? Sorry, Mabel. Ich lasse dich und unser Baby doch nicht allein. Völlig weg. Was ist passiert? Was ist mit mir? Nichts, was wir nicht in den Griff kriegen. Wir alle zusammen. Urs, auf ein Wort noch. Ich wollte mich bei dir bedanken. Fürs Chauffieren, das habe ich gern gemacht. Ich fand es eh interessant mit dir. Da. Nein, nein, für die offenen Worte. Will you still need me? Will you still feed me when okay. I'm 64? Okay, er hat's dir gesagt. Christian, du bist nicht der Erste, der mich für einen Luftikus hält. Und das stimmt ja auch irgendwie. Das bin ich. Aber ich bin ein treuer Mensch. Und ich werde genauso am Peewees Seite stehen, wie du es schon immer getan hast. Das rate ich dir auch. Hä? Wo warst du so lange? Du wolltest doch nur einkaufen gehen. Uns ist ein Notfall dazwischen gekommen. Dann ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben Kartoffeln und Zwiebeln zu Hause, also mache ich uns Rösti. Also, ja, da hat es ein bisschen besser.
weißt du. Hey. Ganz schön viel Action da draußen. Ja, Gus demonstriert gerade mit Wasser und einem Tropfen Rotwein, wie die Ehrlich-Aldehyd-Probe im Labor durchgeführt wird. Und er macht daraus eine Riesennummer. Ja, und sonst ist er auch ganz sympathisch. Mhm. Und alle lieben seine Rösti. Mhm. Bevor wir rausgehen, er möchte, dass du Professor Matuschek anrufst und ihm sagst, dass du die Doktorandenstelle hast. Das heißt, du bist auch dafür und du glaubst, dass wir das hinkriegen? Na klar. Ich will, dass du glücklich bist. Ob hier oder anderswo.